Ja. Ja, wir müssen leider hier abbrechen mit dem Gespräch, weil es warten noch zwei Gäste. Der nächste Gast passt in die Kategorie Vorbild. Ja, wie war dieser Satz? Der Mensch muss den Ruhm fürchten wie das Schwein, das dick werden. Wenn der Satz stimmt, muss mein nächster Gast die Hosen sehr voll haben. Meine Damen und Herren, hier ist die sehr, sehr erfolgreiche Sportlerin der Paralympics 2010 in Vancouver, die Biathletin Verena Bentele. So, bitte, halt das Stuhl. Ja. Ah. Ja. Oh, ja. Das tut gut. Ha, Frau Bentele, so könnte es weitergehen, ne? Es tut gut. Macht so ein Applaus auch Angst? Er macht Durst, also die Bohle her. Passen Sie auf, hier reiche ich Ihnen das Bohlenglas. Danke. So, bitteschön. Probieren wir das mal. Frau Bentele, sehr zum Wohle. Zum Wohl. Sie hat ja gleich, vorhin hat sie gleich gefragt, ist Alkohol drin, ja? Sie den Witz hat der Wicker schon kaputt gemacht. Nee, den mache ich jetzt nicht nochmal. Ja. Tut mir leid. Frau Bentele, genau, da ist der Tisch. Jetzt ist es ja wirklich einfach ein unglaublicher Erfolg heuer gewesen, ja? Auch gerade nach diesem schweren Unfall des letzten Jahres. Und Sie sind auf einer ZDF-Platzierung bei der Wahl zum beliebtesten Deutschen. Immerhin sind Sie schon mal auf Platz 80 gelandet. Ja? Also ich meine, überhaupt in die Top 100 zu kommen, macht sowas Angst? Aber wo waren Sie da? Ja, okay. Mich kennt da keine Sau. Ja? Nee, ich bin ja kein Sportler und kein Ding. Ne? Aber macht Ihnen das auch Angst? Weil ich habe mal gelesen, Sie haben mit dem Ruhm, hätten Sie durchaus so ein gespaltenes Verhältnis. Ja, ich weiß nicht. Ich denke über sowas gar nicht so viel nach. Deswegen macht es mir wahrscheinlich keine Angst. Ich habe auch zur Angst jetzt keine so eine Beziehung, dass ich sie täglich mitschleppe. Deswegen, ja. Keine Ahnung, also sowas bewegt mich nicht so sehr. Es ist irgendwie ganz nett, aber... Ein Höhepunkt heuer war ja unter anderem zweimal Abendessen mit Horst Köhler, habe ich gelesen. Ne? Ja, haben Sie selber zahlen müssen oder hat er eingeladen? Ja, ich bin ja Schwabe, da können Sie ja überlegen, wer es gezahlt hat. Nee, und Spaß. Und also, was spricht da der Rückner? Nee. Also Moment, das nehme ich zurück. Also ich hab nichts gezahlt und es ist auch schon ein bisschen her, dass ich mal was zu essen gekriegt habe, wenn ich einen Köhler gesehen habe. Sonst dürfte ich nur mal kurz die Hand schütteln. Aha. Und habe nichts zu essen gekriegt. Ach, es gab nicht mal was zu essen? Ja. Als ich das letzte Mal gesehen habe, letztes Jahr in Berlin, da gab es nichts. Nee. Ja, da hat er keine Sponsoren gefunden, ne? Wahrscheinlich. Obwohl ich Vegetarier bin, ist Gemüse eigentlich günstiger als Fleisch. Keine Ahnung. Hat Ach, Sie sind Vegetarierin. Ja, aber er hat mit Ihnen gesprochen. Sie haben ja mit dem sich ein wenig unterhalten, ne? Ja. Was schön? Er muss ja sehr warmherzig sein, ne? Ist ein sehr warmherziger Mann. Ja, das ist doch sehr schön. Ja. Frau Bentele, jetzt dieses Jahr machen Sie Magisterprüfung, ne? Ich hoffe das, wenn die Magisterarbeit irgendwann geschrieben wird. In Germanistik, sitze ich oder was? Hier und die schreibt sich nicht von alleine. Ja, ah, ja. In Germanistik. Nee, genau, also es ist schon das Ziel, es dieses Jahr zu machen. Meine Eltern fallen um, wenn ich es nicht schaffe. Und meine Brüder und so. Aber nee, Quatsch. Nein, Literaturwissenschaft oder was, ne? Genau, ja. Und stimmt es, dass Sie vorhaben, Sie möchten dann gerne Rhetoriktrainerin für Sportler werden? Rhetoriktrainerin für Rhetorik. Sportler. Sich wahrscheinlich dumm und dämlich verdienen. Ja? Aber ich bin eine Lebensaufgabe, schätze ich. Nee, aber mal im Ernst, Rhetoriktrainerin ist schon für Sportler. Lange her, dass ich das gesagt habe. Es ist schon echt 10 Jahre so. Her, glaube ich. Das ist gar nicht viel so aktuell, was wollen wie Sie denn? Wahrscheinlich sagen würden. Also Personaltraining, Motivationsvorträge, solche Geschichten. Seminare zum Thema Teambuilding und vertrauensbildende Maßnahmen. Aha, das ist zum Thema der Lüge heute. Lüge, gell? Nein. Hat ja Vertrauen, Lüge. Sie müssen ja zum Beispiel, wenn Sie den Sport machen, auch großes Vertrauen haben zu Ihrem Begleitläufer. Ne? Also wenn der mich anlügt, wie Sie sagen, dann ist es schon ein bisschen schwierig. Weil wenn der links und rechts verwechselt, dann ist es nicht so günstig. Aber ja, nee, ich hatte echt jetzt in Vancouver einen super Begleitläufer, der hat das gut gemacht. Aha. Sie haben ja das mitbekommen, was der Herr Hafner gemacht hat. Und es ist ja sehr viel über Wahrnehmung. Und Sie können das ja nicht sehen, so Sachen. Als blinder Mensch, ist man da leichter manipulierbar oder schwerer manipulierbar?
Also wie schaffen Sie das? Wie schlussfolgern Sie, ob Sie jemandem vertrauen können? Also ich würde eigentlich theoretisch, na auch praktisch, ich würde sagen, man ist schwerer manipulierbar, weil man an der Stimme schon sehr viel hört und sehr viel ablesen kann. Aha. Und von der Optik nicht geblendet ist. Aber ich frage deswegen ja trotzdem meine Freundin, wie der Kerl ausschaut, mit dem ich weggehe. Also so ist es nicht, ne? Ja, das will man dann schon wissen. Schon alles in allem so, dass man, glaube ich, schon viel auf die Bewegungen der Stimme hört, weil er vorher hier, glaube ich, so den Arm dann irgendwie bewegt hat, wenn ich das richtig mir erklären habe lassen. Ja. Ich glaube, das geht mit der Stimme schon auch gut. Also man hört dann eigentlich andere Dinge, die andere jetzt wieder gar nicht so hören können. Ja. Ne? Ja. Wie hat denn Ihre Freundin eigentlich mich beschrieben? Also sie meinte, das Herrenhand Däschle hätte ihr total gut gefallen. Und ich glaube, wir sollten mal da weggehen, auf jeden Fall. Alle wollen immer nur meine Tasche, nie meinen Körper. Ja, ich würde die gerne mal auspacken. Wollen wir die nicht mal auspacken, jetzt wo schon das ganze Rätsel ich habe die ja extra gelehrt für den Herrn Hafener. Ach so. Ne? Aber es gibt ja Menschen, hab ich mal in einem Interview gelesen, die sagen dann, weil die wissen, dass sie blind sind, und dann sagen die beim Kennenlernen, ob sie gerne mal anfassen möchten. Ja, es klingt ja schwer nach katholischem Geistlichen, aber... aber gibt es wirklich Leute, die das machen? Also mir ist schon vorbestimmt, dass die Liebe mir Flügel verleiht und so und dass ich schnell sein soll und bla. Aber ich projiziere meine Liebe nicht auf jeden Mensch, der mir begegnet und fasse dann jeden an. Das ist ein Quark. Ja. Also ich habe noch keinen angefasst, den ich nicht gut kenne. Ja. Die anderen sagen ja dann. Auch meine Freunde fasse ich jetzt nicht jeden Tag an und sage, nein, lächelst du schon? Oder so. Also das macht kein Mensch. Ja. nee, mal ernsthaft. Also das habe ich echt noch nicht gemacht. Ich finde das eher strange, die Vorstellung. Jetzt zur Karriere. Sochi. Wollen Sie teilnehmen? Werden Sie teilnehmen? Ich nehme teil, wenn Sie mit mir laufen. Ich bin ein schlechter Mitläufer. Okay, das habe ich befürchtet. Ich habe es befürchtet. Das war irgendwie zu erwarten. Was muss man denn können, um als Begleitläufer bei Ihnen angeschätzt zu werden? Ich würde vielleicht schon nochmal mitmachen, wenn ich einen Begleitläufer finde und einen Arbeitgeber, der mir einen Job gibt und mir Geld zahlt dafür, dass ich trainiere. Mhm. Man muss halt vor allem natürlich ein guter Langläufer sein. Dann muss man sich schon gegenseitig sympathisch sein und sich mögen. Man muss auf jeden Fall aber auch schon jemand sein, der es schafft für die Ziele, die man natürlich zusammen hat. Aber eigentlich ist es ja das Ziel von einem anderen Menschen, von einem Athlet, eben von mir in dem Fall, sich für dieses Ziel wirklich auch voll reinzuhängen. Das ist so das Wichtigste. Das trifft alles auf mich zu. Genau. Dann treffen wir uns morgen zum Training. Nur laufen kann ich nicht so gut. Ach so. Okay, naja. Aber Sie suchen jetzt praktisch, also Ihr Ziel ist es, dabei zu sein in Sochi? Also ich weiß es einfach noch nicht. Ich plane es jetzt schon und guck mal, was passiert und ob ich das schaffe. Aber ich habe jetzt in Vancouver echt richtig viel erreicht und hatte viel Spaß da. Und wenn ich jetzt aufhören würde, müsste ich zumindest nicht sagen, ich habe irgendwas verpasst. Aber ich würde schon noch mal gerne, vor allem wenn München 2018 die Paralympics kriegt. Also mit der S-Bahn zur Olympia fahren, das wäre ein Traum. Das wäre schon ziemlich lässig, finde ich, wenn ich in meinen Zug einsteigen könnte und sagen würde, ich fahre mal zum Langlaufen jetzt. Etwas. Ist das auch eine Geldfrage, weil ja bei den Paralympics so die Prämien nicht so hoch sind wie bei den Olympischen Spielen? Es gibt 4.500 bei Ihnen. Sie haben eine Medaille mitgenommen, gell? Ja, so, genau. Hören wir die mal kurz. Ich habe sowas noch nie. Haben Sie kein Medaillchen bis jetzt gesehen? Ja. Aber gerne wieder zurückgeben. Ja. Nicht ins Täschle stecken. Ach so, in der Handtasche. Ich weiß nicht, ob da Platz dafür wäre. Sehr schön. Ja. Schwer. Ganz schön schwer. Über 600 Gramm. Wiegt über 600 Gramm, also ist schon das ist ein Gerät. Ein Gerät, würden Sie das sagen? Das ist ein Mordstrom-Gerät. Ja. Ja, ich drücke Ihnen die Daumen. Ich finde es sehr schade, weil ich finde, selten hat jemand die Paralympics auch noch mal so zusätzlich bekannt und beliebt gemacht. Und dass man wirklich da, Ihr Name war ja dann dauernd überall. Und das wäre schon sehr schade. Hast du genervt, oder wie? Na, genervt. Ach so, okay, dann bin ich aber froh. Hören Sie, konnte ja gar nicht nerven, so spät, wie das kommt. Ne? Cool, da haben Sie recht. Ja. Das verbindet uns ja. Meine Sendung kommt ja auch. Genau, ich würde mir auch wünschen, dass ich um 20.15 Uhr mal mit Langlauf komme. Nee. Vielleicht wird es ja in Sochi oder München oder 2080 was. Mal gucken. Meine Sendung dann nach den Paralympics wahrscheinlich noch. Frau Benteler, die Zeit ist jetzt auch vorbei. Es war sehr interessant, aber mich haben jetzt so ein paar Sachen doch wirklich sehr interessiert. Und dann sage ich doi, doi, doi. Ich sage dann danke, danke, danke. Ja. Und Bendele mit hartem D. Also ich schreibe mal mit T. Ne? Bendele, sag ich doch. Ja, genau.
Okay. Ja, ich bin da halt von da. Ne? Aber ich meine, Sie sind ja aus dem Allgäu, oder? Nee, Oberschwaben. Oberschwaben, noch schlimmer, ja. Also, ja. Vielen Dank für Ihren Besuch. Verena Bindele.